Die Flüchtlingskatastrophe mit fast 1000 Toten im Mittelmeer bewegt die ganze Welt. Und wir stehen vor der Tatsache, dass wir in Europa, das als Paradies für diese Menschen gilt, endlich Handlungen setzen, die diese Tragödie in Zukunft vermeiden lassen. Und der richtige Ansatz müsste meiner Meinung nach in die Richtung gehen, dass alles unternommen wird, dass die Lebenschancen auf der gesamten Welt, aber insbesondere auch für Afrika, gerechter verteilt werden. Und wer Berichte im Fernsehen und in den Medien verfolgt, muss feststellen, dass die Verteilung auf der Welt immer ungerechter wird. Wenn man sich anschaut, wie die multinationalen Konzerne und Hedgefonds Steuerparadiese suchen und damit dem Gemeinwohl der Gemeinschaft Steuergelder entziehen, so erfüllt mich das mit ungeheurem Zorn. Und ich kann nur wünschen und beten und hoffen, dass Gerechtigkeit kein leeres Wort bleibt und dass wir endlich alle Anstrengungen unternehmen, dass jene Menschen, die diesen tragischen Weg nach Europa antreten, dass die endlich in ihrer Heimat jene Bedingungen vorfinden, die ihnen ein menschenwürdiges Dasein ermöglichen.